Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Fullface-Schminki mit den Produkten aus den Beautyboxen aus Juli. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich drehe das Video im August und trotzdem trage ich ein Winterkleid. Es ist einfach super kalt, ne? Oh, ich überlege auch schon, ob man vielleicht den Kamin anmachen sollte. Oh, furchtbar. Okay, also ich starte ich starte mit meinen Fingern, denn es waren auch mal wieder Nagellacke in den Beautyboxen mit drin. In der Farbe Lagoon Bleu hatte ich in der Vegan Beauty Basket diesen wunderschönen Nagellack mit drin und der gefällt mir richtig gut. Man muss ihn etwas aufbauen, damit er auch wirklich deckend wird, aber er hält gut, er schaut gut aus und ich mag ihn leiden. In der Elektra Box habe ich diesen schönen Nagellack von Astor drin gehabt, der sehr schier, aber halb durchsichtig auf dem Nagel aussieht. Ich habe den jetzt hier auch in 3 Schichten aufgetragen, damit er auch richtig einigermaßen deckend ist. Macht so ein schönes Bonbon-Finish und auch der hält echt gut auf dem Nagel, also echt gut. Stinkt ein bisschen, so wie alle Astor-Nägel, Quick and Shine, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch so zu kaufen gibt, aber ja, finde ich eigentlich schön. In der Goodiebox war von Nails Inc. dieser Looking Super Juicy Ton drin. So ein Rot-Pink, Pink-Rot. Memo an mich selbst, Daumennägel mit den Dingern zu lackieren, ist irgendwie blöd, weil kann man schlecht in die Kamera halten. Ich finde den Farbton aber richtig toll und der war richtig schnell deckend. Also da braucht man theoretisch auch nur eine einzige Schicht von und der gefällt mir. Last but not least hatte ich hier von dieser interessanten Marke diesen wunderschönen Lavendelton, Hell-Pastell-Lavendelton mit dabei. Le Vernis à Ongles ist es, glaube ich, den ich ultra schön finde. Auch das ist ein Ton, den man eher aufbauen muss, weil immer wenn ich Nagellacke habe, die halt auch so was Weißliches mit drin haben, ist es ein bisschen schwieriger, aber das Ergebnis ist wundervoll. Farbe nennt sich Menilmonton. In der Glossybox hatte ich ein Bodyspray mit drin und zwar von Aurika, dieses Aura-Schlag-mich-tot-Bodyspray. Das werde ich jetzt einmal auf meinen Arm auftragen, weil es ist ziemlich kalt, deswegen werde ich nichts auf meinen Beinen auftragen können. Die sind nämlich angezogen und nicht nackelig. Riecht sehr angenehm pudrig, fühlt sich gut an. Auch so ein bisschen leicht blumig, pudrig, mag ich. Auch dieses Fußkettchen, was ich in der Glossy Summer Bag mit drin hatte, kann ich jetzt schlecht tragen. Wobei, warum eigentlich nicht? Naja, wahrscheinlich, weil es zu The Cuties in the Galaxy Socken, also quasi, ja, ne? Habe ich mal von Marion geschenkt gekriegt, vielen Dank dafür. Nicht so stylisch aussieht, aber ja, komm. Ne, es passt halt gerade so rum, ist von Six. Finde ich okay, ist aber eher sowas für den Sommer. In der Look Fantastic Beauty Box hatten wir ganz schön viele, dekorative Kosmetikprodukte drin, unter anderem von Elemis den Superfood Glow Priming Moisturizer, Kombucha Glow Moisturizer, das ist dieser hier und den trage ich jetzt auf der einen Gesichtshälfte auf. Oh, also entweder ist der gefärbt oder der hat richtig viel Glow drin, Wahnsinn. Ist relativ dick, riecht soweit erstmal nach nichts und der kommt auf diese Seite, doch jetzt riecht er leicht fruchtig. Holla die Waldfee, der macht echt einen Glow, ne? Da sieht man direkt, dass ich den drauf habe. Wahnsinn! Aber ich finde es schön. Ich mag gerne so Glow und so, ne? Gesund aussehende Haut. Jo. Und das ist auch wirklich ein Pearly-Schein und hat jetzt nicht irgendwie so grobe Glitzerpartikel. Das würde ich sonst auf meiner Hand auch sehen. Also der ist toll. In der Glossy Summer Bag hatten wir von Monio Skin den Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15 drin. Der bekommt jetzt, glaube ich, wirklich seine zweite Chance bei mir, weil den hatte ich schon mal verwendet und da hat er mir nicht so gut gefallen. Der hat eine sehr dicke Konsistenz auch wieder, also ne, sehr cremig halt. Der riecht eher zitrisch. Und der nährt zwar die Haut, gibt aber nicht diesen gleichen Glow wie der von Elemis. Also da sieht man richtig, hier ist Kabam am Start. Und hier ist einfach Feuchtigkeitsversorgung am Start. Ist okay. Mal gucken, wie die Foundation gleich darauf hält. Denn im Trashy, was definitiv kein Trash-Paket ist, unser Wow-Wander-Paket, unsere Douglas-Filiale auf Rädern, hat diese Foundation tatsächlich enthalten von Charlotte Tilbury die Airbrush Flawless Foundation in der Farbe 3 Cool. Und die wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe eine andere Nuance vorher da gehabt und jetzt kommt die mal auf mein Gesicht.
Als Pinsel verwende ich auch die Pinsel, die ich mal in Boxen oder in Adventskalendern drin hatte. Da habe ich als erstes hier von Fräulein B. einfach so einen sehr festgebundenen, schrägen Pinsel. Ja, farblich, ne? Guten Tag, wir könnten zusammenpassen. Aber wie ich an meinem Hals sehe, ist das zu dunkel für mich. Das heißt, wenn Trashy wieder bei mir ist, wird sie wieder bei Trashy landen. Schadi, schadi, schadi. Ich nehme jetzt auch noch so ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen. Das ist von So Green, Green Echo. Keine Ahnung, war auch mal in der Look Fantastic Box mit drin. Und Maxine Spiegel wird mir nun helfen, um aus der Nähe zu sehen, was ich jetzt hier mit meiner Foundation treibe. Ja, die ist halt immer sehr, sehr schwer, ne? Also da hast du full coverage und die wird schnell crusty, da muss man wirklich aufpassen. Nicht ganz so meine Welt eigentlich, aber wir gucken mal. Von nahem betrachtet sieht man das halt auch nochmal ganz gut, ne? Also die deckt sehr, sehr intensiv ab. Ich habe ja hier eben meine Mr. Fred Ausflugsfamilie gehabt, die halt auch wirklich schon ein bisschen entzündet ist und so. Und nicht so nice, ich weiß. Aber trotzdem, ist so. In solchen Momenten mag ich solche Foundations auch ganz gerne, weil alles irgendwie ein bisschen perfektionierter aussieht, ne? Sie ist aber nicht ohne, ne? Weil sie halt schnell zu dick aussehen kann. Ich habe jetzt wirklich pro Seite einen Pumpstoß genommen, einen Pumphub. Für solche Momente wie aktuell, ne? Ist das schon ganz gut, ne? Die Erdbeerwoche hat sich gerade verabschiedet, aber die Auswirkungen sind noch sehbar. Sehbar? Ersichtlich, genau. Ja, aber wir sehen hier wirklich, ne, diese Bewegung, diesen Glow und das brauche ich auch. Und hier ist es nicht so vorhanden. Also hier sieht meine Haut auch ein bisschen hautig aus, aber nicht mehr ganz so hautig. Übrigens, Claudia YouTube gibt bei Waterdrop immer noch 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Bestellwert. Hier habe ich jetzt die Geschmacksrichtung Vibe drin und das schmeckt sehr lecker. Meine Mama mag das nicht so gerne, weil sie keinen Pfefferminztee mag und hier ist halt Pfefferminze mit drin. Als nächstes brauche ich einen Concealer. Naja, brauchen, weiß ich nicht, so viel. Ne? Also die Foundation hat schon ganz gut um meine Augen drumherum alles abgedeckt. Da habe ich hier von Technik den Vitamin C Under Eye Brightener. Den hatten wir, ich glaube, in der ersten Elektra Beauty Box mit drin. So einer zum Hochdrehen. Der kommt immer an allen Seiten raus, aber nicht oben. Das ist spektakulär. Der harmoniert gerade richtig gut mit der Foundation. Also die vertragen sich gerade ganz, ganz toll bei mir auf dem Gesicht zusammen. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Glow im Gesicht, oder? Da habe ich jetzt zuallererst einen Concealer, ein Highlighter von Ila Maska. Wo kommt der denn weg? Aus der Look Fantastic Beauty Box, da war der mit drin. Und das ist Ila Maska Beyond Liquid Highlighter OMG. 15 ml sind hier enthalten. Und der knallt, Leute, ne? Der hat Power. Ich finde den wundervoll. Der kommt hier in so einer ganz interessanten Quetschtubenöffnung raus. Und den gebe ich mir erstmal auf meinen Handrücken. Oh Gott, das ist, glaube ich, schon viel zu viel. Damit könnte ich mein ganzes Leben highlighten. Der ist echt wahnsinnig krass von der Strahlkraft her. Und ich mache das jetzt ganz vorsichtig mit dem Schwämmchen. Gehe da einmal nur mit der Spitze so rein und gebe mir die auf den hier, auf die nicht ganz so glowige Seite. Wo ist Maxim Spiegel? Ich muss mich doch sehen. Oh, beautiful. Richtig schön. Ich glaube, die Foundation wird dadurch so ein bisschen abgetragen, weil der für die sehr feste Foundation etwas zu flüssig ist. Aber ist geil, ne? Oh. Wenn ich von vorne gucke, sieht man ihn schon. Ja, man sieht ihn schon. Ja, also viel hätte ich davon nicht gebraucht. Ich habe hier noch ganz schön viel auf der Hand. Das muss jetzt aber leider weg, weil ich noch einen Highlighter hier habe. Und zwar von Madara, die Cosmic Drops Buildable Highlighter. Und die waren in der Beauty Love The Natural Box drin. Übrigens zu den Boxen, wo ich auch Codes habe. Das schreibe ich euch in die Infobox. Und der kleine Mann träumt gerade. Süß, ne? Ja, okay, das sind die hier. Der von Ila Maska, der OMG, ging mehr so ins Roséfarbene und die hier gehen jetzt mehr ins Goldfarbene. Die gebe ich mir jetzt wirklich auch ganz bisschen. Mache ich hier so direkt einfach mal hin und blende mir das auch mit dem Schwämmchen ein. Also der OMG ist wirklich OMG. Oh mein Gott, da ist ganz schön viel Glow drin. Und die von Madara sind auch krass, aber nicht so ultra krass. Die sind eher nass auf der Haut und passen auch mehr zu meinem Ton. Aber beide finde ich geil, ne? Ja, hallo. Geträumt? Kann das wohl sein? So, dann gucken wir uns mal die Lidschattenbase an. Die war im H&M Adventskalender, glaube ich. H&M Eye Fidelity Primer. Das ist dieser hier. Da habe ich mir mal einen Sticker drauf gemacht, dass ich die ganz gut finde.
hat eine Tönung mit drin, ist relativ flüssig und die kommt jetzt auf die Augenlider. Huch, die zieht aber schnell ein. Huch, das hatte ich gar nicht so schnell in Erinnerung. Blende ich auch kurz mit dem Schwämmchen ein. Echt nicht so deckend und so flüssig und so klebrig in Erinnerung, aber gefällt mir gerade richtig gut. Ne? Und als letztes flüssiges Produkt verwende ich jetzt hier von Alverde den Maximum Lip Boost. Das ist einfach ein lipaufplampendes Produkt und der kommt aus der Brigitte Box. Den kann ich jetzt ja so als Lippenpflege verwenden, denn ich mache das ganz gerne, wenn ich meine ganzen cremigen Sachen auftrage, dass ich mir auch eine Lippenpflege auftrage. Ich frage mich gerade wirklich, ob der so milchig ist oder ob das meine Foundation ist, die da jetzt irgendwie mit reingemischt worden ist aus Versehen. Ich glaube, der ist so, ne? Das ist ja crazy. Naja, aber gut, ja. Fühlt sich jetzt nicht irgendwie kribbeln oder so auf den Lippen an, aber wir gucken einfach mal, ob meine Lippen sich aufplampen im Laufe der Zeit, wo ich das jetzt drauf haben werde. Fühlt sich auf jeden Fall pflegend an. Ganz hätten wir das ganze Gesicht mal. Da hatte ich in einer anderen Box auch mal dieses Kia T Extraordinary Translucent Powder mit drin. Ich glaube, das war sogar ein paar Mal öfter schon mal in Boxen mit dabei. Und ich mag das tatsächlich ganz gerne, ne? Erstmal ein Highlighter-Pinsel, das ist einer von Luxi, der Tapered Highlighter 522 und gebe das einfach unter meine Augen. Und für den Rest meines Gesichtes verwende ich hier von Nire einen Pinsel, den hatten wir das ein oder andere Mal in der Goodiebox mit drin. Das Puder gibt so einen schönen Weichzeichner-Effekt, aber wenn ich sowieso schon so eine sehr matte, trockene Foundation-Geschichte drunter habe, fühlt sich das Ganze noch trockener auf meinem Gesicht an. Aber wir gucken einfach mal, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, weil es kommt ja im Laufe der Zeit auch nochmal die natürlichen Öle der Haut durch, verbindet das Ganze und so und dann ist es meistens ein bisschen schöner. Wir gucken einfach nochmal. Ein Bronzer, ja, da habe ich in der Glossy Box diese wunderschöne Palette drin gehabt, die Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette in der Farbe Beam Spectacular Ultra Starlight. Nein, das sind die einzelnen Namen, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach nur so die Palette. Hat, tatsächlich vier verschiedene Töne. Das hier ist der Bronzing Ton und das ist ein Bronzer Topper und das sind die beiden Highlighter Töne. Jedenfalls würde ich das so verwenden. Dann nehme ich jetzt auch wieder meinen großen Fluffel von Niri. Versuche jetzt einfach mal den Bronzer nur zu treffen. Ist jetzt schwierig, ne, mit den kleinen Fännchen. Ist wirklich schwierig. Da könnte ich vielleicht sogar besser einen anderen Pinsel nehmen. Aber ich versuche es mal. Und den trage ich mir jetzt hier einfach mal auf, wo ich meinen Bronzer halt so hinhaben möchte. Ja, sieht aber schon mehr flawless aus, wenn man das so mit so einem Stippling Brush macht, glaube ich. Fällt mir auf jeden Fall vom Ergebnis her besser, ne? Also das finde ich, war schnell fleckig. Ließ sich dann aber halt auch ausblenden, aber hier ist es harmonischer. Dann nehme ich jetzt wieder diesen angeschrägten Pinsel und gehe in den Bronzer Topper rein. Das ist ja auch recht angesagt, das so zu machen. Und toppe das einfach nur hier so an der Seite, so ganz sanft, ne? Ja, macht einen schönen Effekt. Ist genauso wie mit dem Hoola Glow. Das trägt man ja auch nur ganz vorsichtig auf. Mag ich aber. Wow, der ist aber intensiv. Mag ich gerne. Dann nehme ich mir meinen Highlighter-Pinsel und gehe dann jetzt hier in die hellere Farbe rein, so ein peachiger Unterton und den trage ich mir dann hier einmal auf. Wow, wow, ist das schön. Aber sehr kühl, ne? Sehr intensiv. Ich meine, ich habe darunter auch noch einen Highlighter und ich habe einen Glow Primer und jetzt bin ich gerade in die gleiche Farbe, das wollte ich gar nicht. Pinsel mache ich sauber und gehe dann hier außen in diesen Champagner-Ton rein. Auch hier haben wir wirklich diese leicht nasse Textur. Der gefällt mir schon besser von der Farbe her, ne? Ist nicht ganz so kühl, ist aber auch schön. Doch, die Palette kann auf jeden Fall was, wenn der Bronzer nur Mühe größer wäre. Ich persönlich hätte zum Beispiel cool gefunden, wenn die dieses Fännchen in 1 gemacht hätten und dafür dann den Ton rausgenommen hätten. Ne? Das wäre cool gewesen. Ein Blush hatte ich jetzt nicht in Boxen mit drin, aber ich habe hier von Green Shades of Nature Blush Powder in der Farbe Pink Watermelon einen drin. Ich glaube, den hatten wir mal in der Beauty Love the Natural Box drin. Und dann nehme ich mir wieder diesen Pinsel, den angeschrägten, gehe da rein und den trage ich einfach hier so oben drüber auf und auf meine Wangen, auch über die Nase. Jetzt sieht die Base ganz gut aus, ne? Fühlt sich ein bisschen trocken an und ich merke auch, dass die Foundation mich so ein bisschen alt fühlen lässt, beziehungsweise nicht nur die Foundation, sondern auch in Kombination mit den Primern, weil das Ganze sehr trocken ist und dann die Fältchen halt hervorhebt. Das finde ich ein bisschen schade bislang, aber es sieht okay aus. Doch, kann ich definitiv gut mitleben jetzt gerade, ne? Ich hatte schon andere Momente in Full-Face-Beauty-Boxen-Videos.
dieses Lippenprodukt macht null Plumping. Wirklich null. Also kein Gefühl, kein optischer Effekt, finde ich. Das ist einfach nur Pflege. Als nächstes hatte ich jetzt tatsächlich gerade erst den Glossybox Adventskalender ausgepackt von 2020. Und ja, da hatte ich drin von Luvia Cosmetics Meets Glossybox die Vegan Eyebrow Palette. Das ist dieses Schätzelein. Ja, und die wird jetzt verwendet, ne? Beziehungsweise im Prinzip kann ich nur einen einzigen Ton davon verwenden, weil der andere ist mir zu dunkel und der in der Mitte ist mir zu warm. Das heißt, den hier kann ich verwenden und jetzt auch auf meine Augenbrauen geben. Von Brushworks hatten wir mal einen Double-Ended Brow Brush in der Box mit drin. Der wird jetzt verwendet. Augenbrauenpuder funktionieren bei mir eigentlich immer als sehr schnelles Produkt, ne? Da muss ich gar nicht groß aufpassen, dass ich da irgendwo filigran male oder so. Das ist halt echt so ein, ja, machst du mal eben schnell drauf. Sieht dafür halt nicht so fein gearbeitet aus wie ein Stift zum Beispiel, aber mag ich eigentlich für zwischendurch auch mal mittlerweile ganz gerne leiden, wenn es farblich passt. Meine Augenbrauen haben gerade ein bisschen Fallout. Ich glaube, weil sich da auch so ein bisschen dieses Puder oder die Foundation drin verirrt hat. Das weiß ich nicht, das krümmelt gerade so ein bisschen vor sich hin. Aber ja, so sehen meine Augenbrauen aus. Finde ich in Ordnung, ne? Definitiv. Kann man machen. Ist halt so ein bisschen Lücken auffüllen. Ist auf jeden Fall ein schönes Augenbrauenpuder. Für mich ein bisschen schade, weil ich wirklich nur diese Farbe verwenden kann und nicht die anderen. Aber da es in einem Adventskalender drin war und die Adventskalenderpacker natürlich nicht wussten, habe ich da ein Blondinchen, eine Brünette, eine Schwarzhaarige, eine Grauhaarige, eine Weißhaarige, eine Grünhaarige. Welche Augenbrauenfarbe präferiert denn diejenige, die den Adventskalender auspackt? Finde ich das ganz cool, wenn man halt so eine Palette drin hat. Deswegen, doch, mag ich. Und ich denke, dass man auch wirklich mit dieser Palette viele verschiedene Farbtöne abdecken kann, weil man sich die ja auch alle mischen kann, ne? Und da hast du halt was Kühles, was Warmes und was ganz Dunkles. Vielleicht gut, weiß ich nicht. Schreib mir das gerne. In der Glossy Summer Bag hatte ich auch von Saint Lux das Brow Gel mit drin und ich glaube, das war auch transparent, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich jetzt gerade ganz gut gebrauchen, um meine Augenbrauen einfach mal zu fixieren, ne? Hübsch. Oh, ein süßes Bürstchen, aber jetzt nicht so winzig klein, dass ich Muttergefühle kriegen würde, aber es ist eine passable Größe für Augenbrauen, finde ich. Oh ja, da ist ganz gut Produkt dran. Ich bürste meine Augenbrauenhärchen hier immer erst so ein bisschen hoch. Einmal von vorne, einmal von hinten. Dann mache ich die andere Seite und dann lege ich sie wieder hin. Also was hier oben so übersteht, ne? Dass es nicht ganz so verrückt aussieht. Das ist natürlich blöd, wenn du vorher ein Puder verwendet hast und jetzt so ein recht flüssiges Augenbrauengel nimmst. Nimmst du dir das Produkt von dem Augenbrauenpuder schnell runter, wenn du zu doll mit dem Bürstchen da jetzt durchgegangen bist, so wie ich jetzt, ne? Das ist ein bisschen doof. Naja, aber so lasse ich es jetzt. Natürlich hätte ich jetzt als Lidschatten auch die Bronzer-Palette verwenden können, aber ich bin ein bisschen, nö, farbenfroher heute unterwegs. Ich hatte in dem Trashy die Elf Mint Melt Palette drin. Das ist dieses kleine Ding. Und die hat mich immer schon interessiert und ich liebe solche Farben. Hier haben wir einmal die Töne als, ja, auf dem Finger geswatcht und hier auf der Hand geswatcht. Mit einem Blendepinsel, das ist der Luxie Tapered Blending Eye 702, gehe ich in den hellsten mintgrünen Ton rein. Regen. Handlich ist die auf jeden Fall, ne? Die kann man sich so gut festhalten. Das ist ganz schön. Das gebe ich mir jetzt schon mal auf mein komplettes bewegliches Lid. Ziehe es auch ein bisschen höher und habe dann schon mal so ein bisschen was auf meinem Auge drauf. Mag ich gerne leiden. Deckkraft ist so lala, aber es ist halt ein Mintgrün. Ne? Es ist ja auch eher so pastellig gedacht. Und das finde ich eigentlich auch schön. Und jetzt nehme ich mir einen Misch aus den beiden matten Farben und gebe mir das einfach hier außen hin und ziehe mir das auch ein bisschen in die Lidfalte, um da ein bisschen mehr Definition reinzubringen. Und ich wollte nicht nur den dunklen Ton dafür nehmen, weil er mir dafür zu dunkel ist. Deswegen mische ich die beiden Töne direkt einfach. Klopf das ab und gebe mir das dann wie ein Scheibenwischer einfach hier so rein. Macht schon was, ne? Kann man machen. Ja, nochmal ein bisschen aufbauen, falls einem so ein bisschen die Tiefe noch fehlt. Und dann auch gerne an den unteren Wimpernkranz mit dieser Mixtur. Das hat jetzt so ein bisschen was Mystisches, finde ich. Also dieses, weiß ich nicht, leicht mehrige. Es kommt mir leicht mehrig vor. So kann ich das beschreiben. Gefällt mir auf jeden Fall auf meinen Augen, aber wir möchten natürlich noch ein bisschen Schimmer reinbringen. Und da haben wir jetzt hier zwei verschiedene Farben.
Dann nehme ich mir erst diesen richtig tollen Froschgrün-Schimmer auf. Das mache ich direkt mit dem Finger. Sehr cremig, wow. Und auch sehr leuchtend und sehr krümelig, ne? Und das kommt dann hier so hin, also quasi auf die äußere Hälfte. Wow, Glitzer-Fallout ist auf jeden Fall am Start, aber richtig geile Farbe. Die finde ich echt schön, wow. Und jetzt gehe ich in diesen hellgrünen Schimmerton rein. Auch der ist sehr flockig. Den setze ich mir dann in mein Inneres, in meine innere Hälfte. Oh mein Gott, das gefällt mir so gut. Das ist so unfassbar mein Ding. Finde ich total schön. Krass. Ich glaube, um meinen Mund sieht man das ganz gut, was ich mit der Faltenbildung meinte. Ne? Zu der Foundation in Kombination mit beiden Primern tatsächlich. Dass bei beiden Primern passiert, weiß ich jetzt nicht, ob es an der Foundation liegt oder wirklich an beiden Primern. Ne? Dadurch, dass man hier so Fältchen sieht, es sieht fast aus, als hätte ich so ein Bärtchen. Auch am Kinn. Also fern ist es schön, aber von nahem ist es gruselig. Aber die Augen, die gefallen mir schon mal, ne? Das gefällt mir wirklich. Und ich glaube, brauche ich heute ein Inner Corner Highlight? Komm, ich gehe jetzt mit dem Blendepinsel einfach mal in diesen hellen Ton rein und gebe mir den nur ganz leicht innen auf. Einfach für ein bisschen Stardust. Mag ich. Nun ist es an der Zeit, einen Eyeliner zu verwenden. Den hatte ich jetzt schon ein paar Mal öfters auch in Beautyboxen drin. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Eyeliner. Und zwar von Aiko oder Aiko London. Den Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Das ist dieser hier. Und den haben wir oft mal auch in diesen Look Fantastic Beautyboxen mit drin. Ich meine aber, dass ich den sogar in einem Zuschauerpaket drin hatte oder so. Der hat nämlich so eine ganz tolle Spitze, so ähnlich wie der Kat Von D Tattoo Liner. Das sind so kleine Plastikhärchen. Ist halt kein Schwämmchen, ne? Und damit kann ich echt schön mit um. Den mag ich. Der gefällt mir. Das ist einfach ein Eyeliner, der zuverlässig ist. Der gibt gut Farbe ab und lässt sich schön auftragen. Und ja, hat auf jeden Fall auch einen schönen Wink gemacht. Passend dazu habe ich hier, ach so, ja, ich hätte theoretisch noch einen Monolidschatten gehabt. Der müsste auch in der Glossy Bag mit drin gewesen sein. Genau, von The Balm Petal to the Metal, Vava Vroom. Ich mag keine Monolidschatten und deswegen kommt der auch in die nächste Verlosung, also demnächst mal in eine Verlosung mit rein. Jetzt nicht in die nächste, aber demnächst mal in eine Verlosung mit rein. Und ja, ne, weil Monolidschatten ist nicht so meine Welt. Ich habe jetzt aber passend zu dem Eyeliner hier eine Aiko Mascara. Und zwar die Beach Waterproof Mascara The K and Volume Black. Das ist diese hier. Und die ist ja auch, glaube ich, relativ neu. Da wurde ich auch schon gefragt, wie ich die so finde. Finden wir es einfach mal heraus. Das weiß ich noch gar nicht. Die war auch in der Glossy Box Summer Bag mit drin. Waterproof ist eigentlich nicht so meine Welt. Aber wir gucken mal, ob sie mir trotzdem gefällt. Und das war mal wieder ein Reim. Ja, ja, ich hau hier raus. Ne? Es ist einfach verrückt mit mir. Das ist auch ein verrücktes Bürstchen. Die ist vorne dick, hinten dick, in der Mitte eng zusammengehend. Aber, also quasi so erdnussförmig. Aber, die ist jetzt nicht so rund. Die ist so hackelig, ne? Riecht wie eine Mascara. Und dann gucken wir mal, was die mit meinen Wimpern treiben möchte. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Irgendwie weiß ich nicht, was ich zu der Mascara denken möchte. Ich mag sie. Ich finde sie furchtbar. Ich finde, sie macht einen schönen Schwung in die Wimpern. Aber irgendwie verklebt sie die auch. Ich finde das irgendwie geil und irgendwie finde ich es gleichzeitig nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ich komme mal näher. Wenn ich mir das jetzt nämlich so angucke von meinen Wimpern her, hat sie halt einen richtig schönen Augenaufschlag gemacht. Das ist definitiv, also irgendwie schon. Aber gleichzeitig ist es so fusselig geworden. Ich habe das auch im Auftrag gemerkt, dass die Mascara irgendwie auch relativ schnell trocken wurde und sich nicht so gut hat schichten lassen. Und dann ist das Ganze so ziemlich hackelig geworden. Sich sehr merkwürdig angefühlt. Das habe ich so noch nicht wirklich bei anderen Mascaren erlebt. Vielleicht liegt es daran, dass sie wirklich waterproof
ist. Aber ich meine jetzt so, ne, auch aus der Entfernung und so, das sieht voll schön aus und ne, voll, voll geil. Und ich schreibe euch auch mal irgendwo hier rein oder in die Infobox oder so, wie ich die abschminken konnte, denn eigentlich mag ich ja nicht so gerne wasserfeste Mascaren, weil die meine Wimpern schädigen. Ich trage ja auch immer mein Wimpernserum von Grande Lash, was hammermäßig ist. Ne? Kostet eine Stange Geld. Mit dem Code ClaudiesWelt15 kannst du 15% sparen. Affiliate-Rabattcode, weißt du Bescheid. Aber das macht halt, dass meine Wimpern krass werden. Und das macht auch aus fast allen Mascaren was Krasses. Und ich finde auch, dass es krass aussieht. Aber irgendwie, irgendwas stört mich daran. So, ich habe jetzt 5 verschiedene Lippenprodukte, die ich verwenden könnte. Aus der Look Fantastic Beauty Box von Revlon in der Farbe 225 ist es die Farbe Rose Wine. Aus der Blissim Box von MCO Beauty habe ich hier den Peachy Gloss in der Farbe, hat keine Farbe, sieht so aus. Aus der Elektra Box habe ich hier von L'Oréal Paris den Sexy Balm in der Farbe 103 Sheer. Und in der Glossy Box Summer Bag hatte ich diese 2 Produkte von NYX. Da hätte ich einmal die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Mega Dunkel. Kopenhagen sieht extrem geil aus. Und die Soft Matte Lip Cream in der Farbe Tokio. Das ist eher eine etwas zurückhaltendere Farbe. Jo. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 1. Okay, da sind wir jetzt relativ langweilig unterwegs. Dann verwende ich hier von Revlon den Lippi einmal. Ja, die Farbe an sich finde ich ganz schön. Mag ich gerne leiden tatsächlich. Das ist so ein Rostbraun-Nude irgendwie. Ja, es ist gefühlt alles Nude, wenn man es Nude nennt. Ne? Aber gut, ja, mag ich zum Look auch wohl leiden. Zu meinem Kleid jetzt nicht unbedingt, das passt nicht unbedingt. Jo, aber so finde ich das eigentlich ganz schön. Okay, einen habe ich noch und zwar ein Parfum. Und zwar hatte ich auch in dieser Glossy Bag Summer Box von Michalski das Sunshine Parfüm drin. Und ihr seht, es ist schon sehr weit aufgebraucht. Ich habe das aktuell in Anwendung. Ich mag es so gerne. Das hat so einen ganz tollen Duft. Wirklich nach Sommer irgendwie, ich weiß es nicht. Ich mag das. Sehr, 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 sehr schön. Okay, so, das war's jetzt hier tatsächlich. Meine Herren, da habe ich aber ganz schön viel jetzt in meinem Gesicht drin. Mein Fazit zu dem Beautyboxen-Inhalt, was hier dekorative Kosmetik angeht, aus dem Juli 2021. Ja, schöne Produkte. Also mir gefällt diese ganze Glow-Geschichte richtig gut. Ich mag auch diese Bella Pierre-Palette. Wenn da der Bronzerton ein bisschen größer gewesen wäre, hätte ich den hart gefeiert. So ist es dann was ein bisschen schwieriger, den aufzutragen. Ansonsten mag ich gerne meine Augenbrauen. Wobei, das war ja nur so halb in Beautyboxen mit drin. Ne? Wir hatten nicht so viel dekorative Kosmetik mit dabei. Nee, wir hatten hauptsächlich so Nagellacke und Highlighter und sowas. Aber wenig an sich dekorative Kosmetik. Die Mascara, ihr habt selber gesehen, ist so ein... Ich weiß nicht genau, ob sie mir gefällt. Schwieriges Teil. Aber irgendwie, also mein Look an sich, den ich jetzt gezaubert habe, gefällt mir richtig gut. Den mag ich gerne leiden. Doch, ist schon eine hübsche Kiste geworden. Wobei mir da natürlich auch andere Sachen etwas unter die Arme gegriffen haben, wie jetzt unser Trashy oder eben halt auch ehemalige Inhalte in Beautyboxen, die mal irgendwann drin waren. Ne? Aber an und für sich eine schöne gelungene Kiste, würde ich sagen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Produkt aus den Beautyboxen von Juli euch am besten gefallen hat. Da könnt ihr auch nochmal in der Infobox vorbeischauen, falls ihr es nachshoppen möchtet. Oder falls ihr euch nicht mehr ganz genau an den Namen erinnern könnt. Ne? Da ist alles immer drin verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!